Aber auf der anderen Seite wissen wir ja, wie schnell Juni, Juli, August da sind. Und ja, wenn es um Vorbereitung geht, dann bedeutet das natürlich auch, dass wir ein bisschen vordenken sollten. Fünf Tipps habe ich dir herausgesucht, beziehungsweise es sind fünf Fragen, die mir vor allem im Content-Planungsclub immer wieder gestellt werden. Das eine ist die Frage nach Blogpause, das andere ist nach Social-Media-Pause. Und dann natürlich ganz wichtig, wie kannst du im Urlaub dranbleiben, ohne dir den Urlaub zu versauen? Und wie schaut das aus, wenn kurz nach dem Urlaub ein Launch startet oder ein Produkt startet? Solltest du das eher verschieben? Ja, und zuletzt die Gretchenfrage und meine allerliebste, was kannst oder sollst du überhaupt vorbereiten? Und damit wünsche ich dir jetzt gute Erkenntnisse und dann natürlich einen entspannten Urlaub. Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, die Frage, soll ich Blogpause machen, beziehungsweise mit welchen Konsequenzen muss ich rechnen, ist natürlich nicht eindeutig zu beantworten, weil es einfach darauf ankommt, wie lange du schon bloggst, wie lange du dir schon eine Regelmäßigkeit eintrainiert hast. Und die große Angst dahinter oder Ängste dahinter, die ich also bei meinen Teilnehmerinnen im Content-Planungsclub mitbekomme, ist einerseits, jetzt habe ich mir so eine schöne Routine aufgebaut, aus der kippe ich natürlich raus, wenn ich auf Urlaub bin und da nicht weitermache. Wie komme ich da wieder rein, ist die eine Frage. Und die andere Frage ist natürlich die der Sichtbarkeit. Gibt es irgendwelche Konsequenzen? Werde ich bei Google abgestraft und ähnliches? Aus meiner Erfahrung, auch aus meiner Anfangszeit des Bloggens, ist die Antwort auf die erste Frage, wie komme ich da wieder rein, eigentlich ja in gewisser Weise eine Disziplinfrage. Das bedeutet, wenn du es vor deinem Urlaub schon geschafft hast, wirklich regelmäßig Content zu veröffentlichen, gehen wir jetzt einfach von Blogartikeln aus. Das kann natürlich genauso für Videos gelten. Also wenn du es vorher schon geschafft hast, dann heißt es hinten nach Zähne zusammenbeißen und noch einmal wieder in diese Regelmäßigkeit kommen. Und wie gesagt, wenn du es vorher schon geschafft hast, dann fällt es dir nachher auf jeden Fall leichter. Vielleicht solltest du dir auch nicht vornehmen, gleich nach dem Urlaub sofort wieder loszustarten, sondern dir vielleicht, je nachdem, wie lang der Urlaub ist, vielleicht sogar eine Woche noch weitere Pause gönnen, um eben wieder so ins Arbeiten reinzukommen, die Motivation zu finden und so weiter. Also negative Konsequenzen für eine Blogpause, muss ich ehrlich sagen, habe ich bei Kunden auch noch nicht erlebt. Was du dir überlegen könntest, ist, ob du im Zuge deines Newsletters deinen Leuten, deinen Leserinnen und Lesern vielleicht sagst, dass du eben Blogpause machen wirst. Ob du jetzt reinschreiben willst, dass du auf Urlaub bist oder nicht, das kommt natürlich auch wieder darauf an, wie connected du zu deinen Leserinnen und Lesern bist. Auf der anderen Seite könntest du natürlich auch hergehen und vorbereiten, aber dazu kommen wir beim fünften Tipp. Also Tipp Nummer 1, ob du Blogpause machen sollst, ob es Konsequenzen gibt. Nein, gibt keine Konsequenzen. Du musst dir nur überlegen, schaffe ich es nachher wieder in die Regelmäßigkeit reinzukommen? Erstens. Und zweitens, will ich das überhaupt nach außen kommunizieren, dass ich Blogpause mache? Die zweite Frage ist ja ähnlich, nämlich soll ich Social Media Pause machen und welche Konsequenzen sind da zu erwarten? Also da ist eine eindeutige Konsequenz gegeben, wenn du zum Beispiel 3 Wochen wirklich dich auf keinem deiner Social Media Kanäle irgendwie sehen und lesen lässt, dass damit natürlich die Sichtbarkeit runtergeht. Das ist, glaube ich, ganz logisch. Das funktioniert natürlich bei Social Media oder passiert bei Social Media wesentlich schneller als jetzt bei deinem Blog oder auch bei deinem YouTube-Kanal oder auch beim Podcast. Und deswegen ist das wirklich gut zu überlegen, ob du das machen möchtest, ob es dir das wert ist oder ob du nicht lieber etwas vorbereiten möchtest. Muss ja nicht in der gleichen, vielleicht hohen Frequenz sein, aber eventuell da etwas vorzuplanen kann keine schlechte Idee sein.
Ich habe voriges Jahr wirklich ein halbes Jahr absolute Pause gemacht. Und das Einzige, was ich weitergemacht habe in dem halben Jahr, war natürlich meine Kunden zu betreuen und auf der anderen Seite mit meiner Social Media Matrix alle 4 Wochen dafür zu sorgen, dass auf meinen Kanälen durchaus Content vorhanden ist. Das hat mich alle 4 Wochen mal so 4-5 Stunden gekostet und dann konnte ich es wieder vergessen, unter Anführungszeichen, weil das musst dir auch bewusst sein, wenn du im Urlaub vorgeplant Inhalte veröffentlichst auf Social Media, dann wäre es natürlich auch gut, wenn du da hin und wieder einen Blick reinwirfst, 2-mal die Woche vielleicht oder 1-mal pro Tag, je nachdem, um eventuelle Kommentare zu beantworten, Fragen zu beantworten. Also nur rauszuschießen und dann nicht auf die Kommentare zu achten oder auf die Reaktionen zu achten, das ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Was du dann nach dem Urlaub eventuell machen könntest, kommt natürlich auch wieder auf den Kanal an, ist, dass du sagst, okay, und jetzt nehme ich ein bisschen Geld in die Hand, was von der Urlaubskasse übrig geblieben ist, und steckt das in bezahlte Ads, um eben wieder so ein bisschen zu pushen. Also auch wieder keine eindeutige Antwort, kein eindeutiger Tipp. Es kommt immer drauf an, auch wie du im Urlaub drauf bist, wie es dir im Urlaub geht, ob du Probleme damit hast, ein bisschen zu arbeiten oder ob du dann hineinkippst oder ob dich das einfach nervt. Ja, wie auch immer, überleg dir, wie du damit umgehen kannst oder möchtest. Vielleicht auch bitte mit Partnerin, Partner, Familie absprechen, mit wem auch immer du im Urlaub unterwegs bist. Dann ist natürlich die nächste Frage nach Internet. Hast du welches oder nicht? Wie kommst du dazu? Das gilt natürlich genauso für Newsletter und Blog. Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Ich werde da in meinem nächsten Urlaub eine SIM-Karte ausprobieren, nämlich eine virtuelle SIM-Karte. Und ja, wenn ich retour bin, werde ich da sicher mal drüber schreiben, ob das funktioniert hat oder wie das funktioniert hat. Mir hat jedenfalls diese Vorgehensweise von der Social Media Matrix, die ich eben im Content Planungsclub unterrichte, unter Anführungszeichen oder herzeige, auf jeden Fall geholfen, dass ich nicht absolut ins Null gefallen bin, wobei natürlich ein halbes Jahr schon lange ist, länger als ein Urlaub. So, dritte Frage. Wie kann ich auch im Urlaub dranbleiben, ohne mir den Urlaub zu versauen? Das ist auch etwas, was ich gefragt wurde, wo ich ja jetzt schon beim vorigen Tipp oder bei der vorigen Frage ein bisschen drauf eingegangen bin. Das kommt ganz drauf an, was du für ein Typ bist. Also bei mir ist es so, dass ich kein Problem habe, im Urlaub auch mal ein Stündchen zu arbeiten oder den Newsletter zu schreiben oder eben auf Social Media zu schauen und auf Kommentare zu reagieren. Ich muss das aber zeitlich sehr begrenzen und das kommt jetzt darauf an, wie du Urlaub machst, mit wem du Urlaub machst. Ich habe das irgendwann mal, vor allem wie es darum gegangen ist, dass wir öfter mal mit dem Wohnmobil unterwegs sind, vielleicht auch mal nur übers lange Wochenende oder eine Woche, habe ich das ganz offen mit meinem Mann besprochen und ich passe halt meine Arbeitszeit an unsere Unternehmungen an. Ja, das heißt, wenn ich weiß, wir gehen am Vormittag Radfahren, dann bin ich vielleicht mal ein Stündchen früher munter und arbeite halt die Stunde, bevor wir loslegen, weil wenn wir von einer 60, 70 Kilometer Tour retour kommen, bin ich so K.O., dass ich weiß, dass ich überhaupt keine Lust mehr aufs Arbeiten habe. Also ich mache das eher in der Früh, bin ja aber sonst auch eher der Typ, der in der Früh gerne arbeitet und dann am Nachmittag eben weniger Energie hat. Ja, ich glaube wirklich, das Allerwichtigste ist, dass du das konsequent für dich umsetzt, wie es für dich und deine Familie oder deinen Partner, deine Partnerin passt und das offen kommunizierst. Wenn du die ganze Zeit nur während einer Unternehmung zum Beispiel überlegst, wie kriege ich ihn jetzt dieses Stündchen unter, ohne dass der andere sich missachtet fühlt, genervt fühlt, was auch immer man da fühlen kann, dann ist das nicht so optimal, weder für deinen Urlaub noch für den Urlaub der Partnerin oder des Partners. Ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich vor dem Urlaub nicht genug vorbereitet habe und dann eigentlich den ganzen Urlaub so ein schlechtes Gewissen hatte nach dem Motto,
Ja, ich wollte eigentlich, habe dann aber nichts gemacht, weil ich einfach keine Lust und keine Energie dazu gehabt habe und habe mir sozusagen den Urlaub wirklich versaut, dadurch, dass ich ständig ein schlechtes Gewissen gehabt habe. Das heißt, für dich, wenn du sagst, ich will im Urlaub nicht arbeiten, Punkt, dann triff die Entscheidung, zieh's durch, mach es so und schau halt, dass du nachher wieder ein bisschen mehr Energie rein legst, egal ob das jetzt Blog oder Social Media oder Video oder sonst was ist, ja. Wenn du nicht so wie ich ein Membership hast, das das ganze Jahr über läuft und betreut werden muss, aber selbst da kann man mal sagen, ich bin einen Monat weg und wenn man das früh genug kommuniziert, beziehungsweise auf der Landingpage schon kommuniziert, dann sollte das auch kein Problem sein, ja. Also du siehst schon, unterm Strich geht es eigentlich nur um die Kommunikation und natürlich um deine Konsequenz dabei. Dann auch eine interessante Frage. Nach dem Urlaub startet ein Produkt. Soll ich den Start des Produktes verschieben? Ja, auch hier die Antwort leider. Es kommt drauf an. Ich habe für mich festgestellt, dass wenn ich vorher alles vorbereitet habe, das heißt, Social Media Postings vorbereitet habe, Verkaufsmails vorgeschrieben habe, ja, Terminkalender geöffnet kurz nachher und so also wirklich alles fix und fertig habe, dann muss ich den Start eines Produktes nicht verschieben. Wenn ich die Tendenz hätte, vorher zu sagen, na ja, das kann ich ja alles im Urlaub machen, dann weiß ich inzwischen bei mir zumindest aus Erfahrung, das geht schief, ja. Das mache ich inzwischen nicht mehr. Das heißt, ich plane zuerst die Urlaube im Jahresplan. Und ja, die können sich dann natürlich verschieben. Aber im Prinzip werden zuerst bei mir die Auszeiten eingetragen, die Urlaube eingetragen, abgesprochen mit meinem Mann natürlich. Und darum herum plane ich dann erst die Launches bzw. den Start von Programmen bzw. Webinare und so weiter. Ja. Also das kommt auch wieder sehr darauf an, wie oft hast du das schon gelauncht, wie oft hast du überhaupt schon gelauncht, ja, wie versiert bist du im Schreiben von Verkaufsmails oder wie gut bist du dabei, schon Ads zu schalten, um zum Beispiel den Launch-Event zu füllen und so weiter und so fort, ja. Wenn du dabei ein ungutes Gefühl hast und befürchtest, dass aufgrund des vorherigen Urlaubs irgendwas schief geht in deinem Launch, dann würde ich es auf jeden Fall verschieben, ja. Bei mir hat sich bei den großen Launches für zum Beispiel Home Sweet Office, was ich ja im Herbst immer starte, sehr, sehr positiv gezeigt, dass ich den Launch abschließe, das heißt die Türen schließe, eine Woche Urlaub mache und nach dem Urlaub dann mit der Gruppe mit einem Welcome-Meeting starte. Diese eine Woche gönne ich mir einfach Urlaub und Ausspannen und wirklich nichts machen, außer vielleicht ein, zwei Leute noch zu onboarden, die sich also später erst dazu entschieden haben und da Orientierungsgespräche zu machen. Aber ansonsten mache ich wirklich Auszeit, einfach um Energie wieder zu tanken, dann für die Betreuung des Produktes oder des Programms, ja. So, letzte Frage. Und da kommen jetzt wirklich ein paar Tipps dazu von mir, nämlich die Frage, was kann ich vorbereiten, beziehungsweise was soll ich vorbereiten? Punktuell ist das ja schon in den anderen Tipps mit eingeflossen, beziehungsweise in den Antworten. Den Haupttipp, den ich dir geben kann, ist wirklich, dass du mindestens die Zeit, die du auf Urlaub bist, wenn du nicht total zumachen möchtest, ja. Also mindestens die Zeit, die du auf Urlaub bist, vorher anfängst vorzubereiten, ja, vorzuproduzieren Content. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin 2 Wochen unterwegs, dann fange ich mindestens 2 Wochen vorher an, über diese 2 Wochen verteilt bereits eben mehr Content zu produzieren als normalerweise, den auch vorzuplanen, so es sinnvoll ist. Wenn ich 3 Wochen unterwegs bin, fange ich sogar 3, 4 Wochen vorher an. Ja? Einfach um mir die Möglichkeit zu geben, das muss ja noch nicht alles fix vorgeplant sein, jetzt zum Beispiel Newsletter-mäßig, ist es so, dass ich sehr wohl Newsletter vorbereite und da steht dann immer als ersten Absatz drinnen, wenn du diesen Text lesen kannst, bedeutet es, dass ich keinen
Internetzugang habe momentan, aber ich habe trotzdem etwas für dich vorbereitet. So, wenn ich dann Internet habe, wenn das alles funktioniert, dann ersetze ich halt diesen Absatz durch etwas Aktuelles, etwas zum Thema Passendes, was ich im Newsletter drinnen habe. Ja. Social Media plane ich immer vor, tutti completi, beziehungsweise dort, wo es halt geht. Beim persönlichen Profil, also Privatprofil auf Facebook geht es ja gar nicht, da werde ich dann etwas ruhiger, habe aber diese Postings ja vorbereitet in meiner Social Media Matrix und kann das dann mit Copy und Paste sehr schnell umsetzen, ohne dass ich großartig nachdenken muss drüber, weil das funktioniert manchmal im Urlaub nämlich gar nicht gut. Also du siehst schon, es ist keine eindeutige mach dies, mach das, soll es aber auch nicht sein, aber vielleicht habe ich dir damit ein paar Gedankenanstöße geben können, wie du jetzt dann mit einer kürzeren oder längeren Auszeit und einem erholsamen Urlaub umgehen kannst. Wenn noch Fragen dazu sind, dann ja, schreib mir einfach eine E-Mail unter office@abenteuerhomeoffice.at. Dann lerne ich vielleicht deine ganz besondere Situation besser kennen und kann dir vielleicht das eine oder andere noch raten. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt mal eine schöne Woche, bis wir uns nächste Woche wieder hören. Danke fürs Dabeisein. Ciao.